Berra schlägt Garcia Lopez. Zverev kämpft sich in Runde 2 und Wozniacki deklassiert Dementieva. Thomas Muster ist bei seinem Comeback auf der ATP-Tour vorzeitig gescheitert. Der 43-Jährige verlor bereits in Runde 1 der Bank Austria Tennis Trophy in Wien ausgerechnet gegen Landsmann Andreas Heidermaurer mit 2:6 und 6:7. Die ehemalige Nummer 1 der Welt hatte zuletzt 1999 an einem ATP-Tour-Event teilgenommen und seit diesem Jahr intensiv am Comeback gearbeitet, unter anderem auch durch Teilnahmen an kleineren Challenger-Turnieren. Spielsatz an Sieg Heidermaurer, 2:0 Sätze. 6:2, 7:6, 6:6. Michael Berra konnte gestern einen Überraschungssieg landen. Der Stuttgarter gewann nach 2 Erstrundenniederlagen seine Auftaktpartie gegen Guillermo Garcia Lopez mit 6:3, 4:6 und 7:5. Der Spanier, an Position 6 gesetzt, hatte zuletzt bei seinem Turniersieg in Bangkok Rafael Nadal schlagen können. Berra trifft nun auf Pablo Cuevas aus Uruguay. Im rein deutschen Duell behielt Tobias Kampke gegen Qualifikant Matthias Bachinger die Oberhand. Kampke wurde seiner Favoritenrolle gerecht, gab nicht einmal seinen Aufschlag ab und gewann am Ende mit 6:4 und 6:4. In Runde 2 wartet mit dem an 7 gesetzten Philipp Kohlschreiber ein weiterer Deutscher. Auch beim ATP-Turnier in Montpellier konnte gestern ein Deutscher feiern. Mischa Zverev rang in einem engen Match den Niederländer Robin Hasel mit 7:6 und 7:6 nieder. Zverev, der sich durch die Qualifikation gespielt hatte, holte sich den ersten Tiebreak nach 0:5 Rückstand und 2 abgewehrten Setzbällen mit 9:7. In Satz 2 konnte der 23-Jährige beim Stand von 5:4 seinen ersten Matchball nicht verwerten, setzte sich dann aber erneut im Tiebreak durch. Jetzt geht es gegen den topgesetzten Nikolai Davydenko. US-Amerikaner John Isner hatte in seinem Auftaktmatch weniger Mühe. Der 25-Jährige brauchte nur 67 Minuten, um den französischen Wildcard-Spieler Benoit Paire mit einem 7:5 und 6:2 wieder nach Hause zu schicken. In St. Petersburg baten Daniel Brands, Rainer Schüttler und Benjamin Becker noch auf ihren ersten Auftritt. Derweil hat der an 3 gesetzte Janko Tipsarevic ohne Probleme sein Ticket für die zweite Runde gelöst. Mit 6:4 und 6:2 besiegte er den Russen Igor Kunitsin und hatte dabei nicht einen einzigen Breakball gegen sich. Bei den Damen sind diese Woche alle Augen auf die saisonabschließenden WTA Championships in Doha gerichtet, wo die besten 8 der Welt um den Weltmeisterschaftstitel kämpfen. In der roten Gruppe konnten Caroline Wozniacki und Samantha Stosur bereits die ersten Siege verzeichnen. Die Nummer 2 der Welt deklassierte Elena Dementieva und fuhr nach nur 52 Minuten mit einem 6:1 und 6:1 den ersten Sieg ein. Auch die Australierin konnte sich für ihre Niederlage bei den French Open gegen Francesca Schiavone revanchieren. Nach einem verpatzten Start und 0:4 Rückstand fand Stosur schließlich ihren Rhythmus und gewann mit 6:4 und 6:4. In der weißen Gruppe war Jelena Jankovic beim 3:6 und 0:6 gegen Vera Zvonarev chancenlos. Die Serbin hatte noch immer Atemprobleme und musste nach dem Match medizinisch versorgt werden. Und hier nochmal alle aktuellen Ergebnisse im Überblick.